guten Morgen aus Belgien. Ich stehe hier am alten Bahnhof in Herbesthal, in der Gemeinde Lonzen. Und heute möchte ich euch eine Runde aus Belgien mit dem Fahrrad zeigen. Ich bin hier unterwegs in den nördlichen Gemeinden. Ja. Dann werde ich gleich in mein Fahrrad einsteigen und losfahren. Hier zwischen Herbesthal und Lonzen hat man zum Teil die Schienen abgebaut und daraus einen Wander- und Radweg gebaut. Und dieses Stückchen möchte ich euch heute mal zeigen. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist hier dieser Fuß- und Fahrradweg, genannt Promenade zwischen Kettenis und Eupen. Ich finde den angenehm zu fahren und ich fand vor allen Dingen toll, die Initiative, einen Rad- und Wanderweg oder einen Rad- und Fußweg anzulegen, bevor die Häuser kamen. Jetzt sind schon hinten ziemlich viele Häuser gebaut worden, aber der Rad- und Fußweg, der ist da und ich hoffe, dass der Eupen und Kettenis nie genommen wird. Morgen! Thank you.
Und hier befinde ich mich jetzt auf der Fennbahn. Wenn man so möchte, eine Verbindung vom Norden Ostbelgiens zum Süden Ostbelgiens. Und da möchte ich auch gleich die Gelegenheit nutzen, alle aus dem Süden Ostbelgiens zu grüßen. Und die nächste Strecke, die ich lobend hervorheben möchte hier in Ostbelgien, ist der Rarener Radrundweg. Der ist 27 Kilometer lang, führt hier von Raren über Einate nach Hauset und auch wieder zurück. Ja, da nehme ich euch jetzt auch noch mit. Hier bin ich jetzt auf dem letzten Stück, das ich euch zeigen möchte. Dem letzten Stück Radweg zwischen Kelmis und Morsnet. Früher waren hier mal Schienen, die hat man abgebaut. Nun ist es nutzbar als Radweg und Fußweg. Und jetzt ist auch eine meiner Lieblingsstrecken. Das war meine kleine Rundreise, angefangen in Lonzen, nach Eupen, nach Raren und jetzt hier in Kelmis, genannt der Norden Ostbelgiens. Ich lebe so eine Drohne, Schnade. Das ist nämlich nicht noch ein Raran, ein Fjordlan, ein Snodlinger Fugna. Das ist ja auch nur ein Erschgenermaus.